It's camera time. Floppy Disk Elysium. Commodore C64. It's camera time. Enjoy my channel and have fun. Floppy Disk Elysium. Ein herzliches Hallo, liebe Retro-Gaming-Maniacs. Tomaniac am Start mit einer neuen Ausgabe von Richtig, Floppy Discovery. Und ich habe mir wieder eine Disk rausgesucht. Die liegt hier. Ich habe noch keine Ahnung, was drauf ist. Ich greife ja immer munter in meine Box oder Boxen und suche das eine oder andere raus. Und wir schauen mal, was hier drauf ist. Ich weiß es nicht. Memorex sieht auf jeden Fall irgendwie jungfräulich aus, aber ist auf beiden Seiten gelocht, knipst, wie auch immer. Dann tun wir das mal rein und gucken mal in das Inhaltsverzeichnis rein, am Machen, am Tun. Ne? Biohazard. Was könnte das sein? Ist das ein Game oder ist das eine Demo? Sehen wir jetzt. Ich lade einfach mal von oben weg. Wollen mal gucken, ob das überhaupt klappt. Wie gesagt, wenn es denn läuft. Läuft auch gerne mal nicht. Ne, aber ich würde mich freuen, wenn doch. Oder kommt was? Also ich höre auf jeden Fall schon mal was. Clarks. Das sieht nach einer Demo aus. Presence. Biohazard. Ja, das stinkt gewaltig nach Demo, ne? Ja, pass auf, wenn das so ist und wir haben hier wieder schön viel Sound, wenn es denn läuft. Jetzt wollen wir mal gucken, was das ist. Sieht aus wie ein Player. Sieht aus wie ein Music Player. Dann drehe ich doch mal die Musik hier ein bisschen auf. Hau rein. Kann man es auch mit dem Joystick steuern? Nicht? Nö. Ich bin mal gespannt, ob man das irgendwie mit den Cursor-Tasten oder so steuern kann. Gleich mal schauen. Ich lasse es uns einfach mal so 2 Minuten laufen und dann gucken wir mal weiter. Ob man hier was machen, irgendwie interagieren kann, davon will ich ja mal ausgehen. Zumindest haben wir anscheinend wieder was, was kein Game ist. Ja, ich habe das Gefühl, das wird uns noch öfter begleiten. Wobei ich das, wie gesagt, nicht schlimm finde. Ich habe auch nichts dagegen, mal zwischendurch einfach eine Runde zu relaxen. Aber ich freue mich dann, wenn es dann irgendwann losgeht und wir eine geballte Spiele-Power-Session haben. Die wird mit Sicherheit dazwischen auch mal wieder sein. Hier ist auf jeden Fall mal was, was einem nicht so alltäglich entgegenkommt, ne? So, jetzt mal gucken, ob ich hier irgendwie Einfluss drauf nehmen kann, mal mit Return. Mit Return nicht. Mit Space. Ah, da lädt auf jeden Fall was. Denselben Track nochmal. Oder kann ich das mit den F-Tasten bedienen? Oder mit Cursor? Ah, mit Cursor?
Dann nehmen wir mal Cursor und Return. Ah, fadet's aus. Jetzt wollen wir mal schauen. Loading. Also anscheinend haben wir hier auch wieder eine Mucke-Demo-Disc. Bin mal gespannt, ob wir nachher bei Voice 2 Sprachsamples oder was drin haben. Ich habe keine Ahnung. Das, was ihr hier seht, sehe ich auch zum allerersten Mal in meinem Leben. Lassen wir es auch mal so 2 Minuten laufen. Ja, drehen sie aber ordentlich am Filter. Finde ich aber cool. Hat was. Das nächste lädt. Weiß nicht, warum das rot hinterlegt ist. Ja, fadet das aus. Loading. Okay. Da hat das. Soll das OHG64 oder OMG64 sein? Oh mein Gott. 1982 würde ich jetzt mal so interpretieren. Seite noch mehr drauf ist, denn ich hatte das Gefühl, inhaltlich könnte noch mehr drauf sein als die 4 Tracks, aber vielleicht habe ich mich da verguckt. Schauen wir nachher auf jeden Fall nochmal. Und natürlich auch gibt es eine Seite 2. Mit Inhalt natürlich. Ne? Ich glaube, das wird wieder eine sehr demolastige Disc, wenn dann. Weil ich finde, Sounddemos gehen immer. Hit kann man ja nicht genug hören, oder? Finde ich. Okay, gehen wir mal über zu Voice 2. Ich bin mal gespannt, ob hier Sprachsamples drin sind. Oder überhaupt irgendwas Gesampeltes. Wenn es denn läuft. Hm.
Auf jeden Fall hat das jetzt auch wieder das, was ich am meisten mag bei SidTunes, mit Filterfahrten gespickte Arpeggios. Immer schön. So, jetzt wollen wir mal gucken, kommt noch irgendwie irgendwas? Final, es gibt noch mehr, aha. Still, Hard Trends, ach, da gibt's noch viel mehr. Okay, das erklärt einiges. Gut, dann nehmen wir mal das nächste. Ich hatte jetzt gedacht, das wäre schon. Nein, das war's noch nicht. Also haben wir wieder eine Musikdemo-Disc. Wie bei der letzten Ausgabe. Hören wir da mal rein. Natürlich, wenn es denn läuft und sich nicht totlädt. Reagiert er erstmal irgendwie nicht. Nee, ich würde sagen, der hat sich aufgehangen. Scheiße. Gut, ich kann es jetzt noch mal laden und mal gucken, ob es läuft. Resetten wir mal. Wollen wir mal gucken, ob es klappt. Reagiert überhaupt nicht. Moment, muss ich doch tatsächlich die 1541 mal aus und wieder anmachen. Kann sein, dass die 1541 manchmal ein kleines Problem hat. Macht nicht immer das, was sie soll. So, jetzt versuchen wir gleich nochmal das andere zu laden. So schnell gebe ich ja nicht auf, ihr kennt das ja von mir. Gut, wenn es dann nicht laufen sollte, dann gucken wir mal, was wir auf der zweiten Disc-Seite drauf haben. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Schrammel. So, okay, dann gucken wir mal. Final war das, ob das jetzt klappt. Ja, also es geht weiter. Hat funktioniert.
Also wer will, kann mir dann wie bei der letzten Ausgabe auch gerne mal reinschreiben, welcher Track ist euer Favorit. Ich muss sagen, bis jetzt habe ich noch keinen wirklich so richtigen Favorit, wobei das Voice 2 mit den Arpeggio-Filterfahrten mir ganz gut gefallen hat. Das wäre, glaube ich, mein Favorit bis jetzt. Manche Effekte sind ja wirklich ganz nice, muss ich sagen. Man staunt auf jeden Fall immer wieder, was für Töne man so einem Sid entlocken kann, ne? Schon cool. So, gucken wir mal, ob er das nächste Lied oder ob er da auch abgurkt. Auf jeden Fall sind die Ladezeiten recht kurz. Was auf jeden Fall für mich eine geile Sache ist, ist, dass ich jetzt den C64 und das ganze Zeug hier auch mal eine Weile einfach aufgebaut lassen kann. In meinem neuen Zockreich. Im, sagen wir mal, Gaming Lab. Sodass ich nicht gezwungen bin, alles wieder abzubauen direkt hintereinander nach der Aufnahme. Und dass ich die Möglichkeit habe, jetzt halt alles direkt über Streamlabs hier so alles zusammenzufügen und aufzunehmen, weil ich ja eine kleine Zusatzhardware nutze von HDMI auf USB. Und so kriege ich praktisch mehr oder weniger alles, was ich habe, auch hier in den PC rein, ohne dass ich kompliziert auf- und abbauen und am Fernseher was machen muss und den Fernseher blockiere und noch die Kameraspur mit drin habe. So läuft alles zusammen. Ne? Bild aus dem Smartphone, das Geschehen von C64 und so weiter. Hintergrund habe ich ja auch schon praktisch vorbereitet. Das kann man gut so lassen. So, gucken wir mal weiter hier. Hardtracks 2. Bitte lade. Acid. So kann ich da nämlich wunderbar auch einfach mal stehen lassen und mal eine kurze Session mal eben schnell machen und dann ist wieder gut. Man muss aber nicht alles immer hin und her und auf und ab,
sondern kann dann den Servierwagen, meinen Werkstattwagen, auf dem das alles steht, einfach vom Strom abkoppeln und irgendwo hinfahren, wo es nicht stört. Also eigentlich kann ich den auch hier stehen lassen, ne? Und nimmt dann keinen Platz weg. Also stört niemanden. Das ist natürlich eine geile Geschichte. Und so bin ich schneller mal dran, auch ein Video zu machen. Kommt auch nicht übel. Ja, recht fetter Beat. So. Gucken wir mal, ob da noch mehr drauf ist. Iron Man. Mal gucken, ob wir es geladen kriegen. Sind ja doch auch so einige Tracks hier drauf. Ja, mir gefällt diese Acid angehauchte Bassline hier. Jetzt kommt Schwung rein. Jetzt, wo ich gleich das nächste laden will. Falls es denn noch ein nächstes gibt, wollen wir mal schauen. Gibt's? Aber mal gucken, was das ist. Also hier gibt's ja doch einiges auch an Musik auf die Ohren. Immer unter der Voraussetzung, dass es lädt. Nein, da hat er sich wieder aufgehangen. Des 2, merken wir uns das mal. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ich das trotzdem irgendwie nochmal ins Laufen kriege. So. Keine Ahnung, warum er da manchmal aussteigt. Ich kann es mir nicht erklären. Nicht abkürzen, oder? Nee.
Ist egal. Also das muss man erstmal wieder laufen lassen. Aber mal gucken, ob wir den Rest noch irgendwie ans Laufen kriegen. Wenn schon, denn schon. Was ich aber machen werde ist, sollte es hier eine Seite 2 geben, dann werde ich die beim nächsten Mal präsentieren. Das habe ich noch nicht überprüft. Griesel, 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 Schneesturm. So, jetzt wollen wir mal gucken. Hä? Was macht er denn jetzt? Es gibt also noch einige, ne? Oh Gott, ey, wie viele gibt's denn da noch? Okay, das nächste. Wenn das denn lädt. Da sind ja wirklich ohne Ende Tracks drauf. Das ist ja so ähnlich wie bei der letzten Ausgabe. Okay. Also es funktioniert schon auch. Aber warum ich das manchmal nochmal starten muss, weil er sich dann da aufhängt, ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier wieder so ein, wie soll man sagen, Nischenprodukt. Ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass einige von euch erwarten, dass ich jetzt hier Games habe und das munter zocke. Aber das kann man vorher alles nie wissen. Ne? Ich greife einfach immer wild rein in die Box. Und da ist es jetzt halt so, dass wir jetzt hier mal so einen Block haben einfach, wo wir viele Demo-Discs haben, ne? Musik- oder Grafikdemos. Ich selber finde das jetzt gar nicht verkehrt. Aber ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder da jetzt so drauf abfährt unter euch. Aber ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Ich mach's trotzdem. Ich habe ja immer schon gesagt, ich mach das, worauf ich Bock drauf hab. Wann und wie und mit was. Da lasse ich mir nicht reinreden. Aber ich finde es ja gut, dass die Mischung, die ich auf meinem Kanal habe, im Großen und Ganzen ja bei euch ankommt. Denn sonst werdet ihr ja nicht Abonnenten. Ah, übrigens, wer es noch nicht ist, darf es gerne werden. Ist ganz einfach. Einfach den Abo-Button drücken und gut ist. Ich hoffe, wir kriegen die nächsten Sachen jetzt nochmal geladen, ohne dass er mir irgendwie aussteigt. Oh, war das nur so ein kurzer Trick? Ah, nee, okay. Big Fool. Mal gucken, ob es klappt. Auf jeden Fall eine sehr musikergiebige Disc. Praktisch wie bei der letzten Ausgabe. Wobei, ich muss sagen, alles in allem hat mir die Mucke aus der vorherigen Folge besser gefallen als die. Die ist, wobei, sag mal so, es ist nicht so leicht zu vergleichen, weil die ist anders hier. Und sicher auch gut gemacht. Hier hat es auch ist ja ein paar gute Effekte drin, aber es holt mich nicht ganz so ab wie bei der vorherigen Folge. Wie seht ihr das? Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Aber lassen wir mal laufen. Wenn es denn schon einmal läuft. Thank you.
So, hoffentlich kriegen wir das nächste geladen. Freeway, Autobahn. Auf jeden Fall genieße ich voll die neuen Möglichkeiten, die ich hier in meinem Gaming Lab habe, um solche Sachen zu machen. Irgendwas Gutes musste der Umzug ja haben aus der alten in die neue Wohnung, wo ich ja fast 16 Jahre gewohnt habe. Klar, da steckt man nicht ganz so einfach weg, aber die neue Situation macht diesen Umstieg wirklich sehr angenehm, muss ich sagen. Mittlerweile fühle ich mich, was das angeht, hier doch sauwohl. Auch wenn es praktisch schon keine Vlogs vom Balkon mehr gibt. Ihr seht aber immer wieder mal noch Videos, wo ich noch da zu sehen bin. Oder im alten Wohnzimmer. Das hängt damit zusammen, ich habe halt viel vorproduziert und arbeite das jetzt so nach und nach alles runter. Und es wird eine ganze Weile dauern, bis ihr davon nichts mehr sehen werdet. Da kann man dann sagen, ja, der guten alten Zeiten willen, seht ihr das nochmal? Na? Ah, Loading, okay. Nach dem Motto, ja, war ja schon irgendwie eine coole Zeit da am Balkon. Ich habe da wirklich gerne draußen gesessen und wirklich gerne die Videos da draußen gemacht, wenn sie Temperaturen vertreten haben. Und das war ja auch ein bisschen so ein Herausstellungsmerkmal der Tumenie. Das ist der, der immer auf dem Balkon sitzt und Laber-Videos macht. Oder Intros und Outros zu seinem Gameplay. Das gibt's jetzt in dem Sinne halt leider nicht mehr, aber wie gesagt, man muss halt vorausschauen, ne? Das ist wieder ein Trick, der mir besser gefällt, weil der nicht so ganz nach Einheitsbrei klingt. Ich sag mal so mit den Basslines und so weiter, das, was wir vorher gehört haben, da war sich vieles doch relativ ähnlich. Das finde ich jetzt mal ein bisschen erfrischender. Was meint ihr? Neben diesen Voices 2 finde ich das hier auch noch sehr gut. Gefällt mir auch. Sehe ich so, das sind bis jetzt so meine Favoriten. So, mal gucken, ob da noch was kommt, beziehungsweise ob er dann auch noch was lädt. Hill 1. Wenn's denn läuft, ist natürlich das Motto. Nö. Wieder am Kacken. Ah, da müssen wir also erneut das Ganze starten.
hier nochmal lieber kurz aus und wieder an, weil die 1541, komischerweise, ob es an dem Programm liegt, aber ich habe das jetzt bei dieser 1541 schon öfter mal gehabt, dass er dann keinen Bock hat. Und wenn ich den aus und wieder einschalte, dann ist alles wieder total easy. So, ich sag jetzt aber, wenn er dann nochmal aussteigen sollte, dann lasse ich's. Im Idealfall kriegen wir dann aber auch alles durch. So, hoffentlich ein letztes Mal, dass wir das Intro hier sehen. Ah. Immer dieses, wenn es denn läuft, schleicht sich überall ein. Ich habe mir übrigens immer noch kein Shirt drucken lassen. Aber eigentlich ist das ja so das Motto immer bei Floppy Discovery bei mir, ne? Man weiß ja nie, was einen erwartet. Gut, bei dem total getaped Format ist es ähnlich, ne? Das ist ja auch immer ein Zittern und Bangen. Wird das Tape geladen? Nimmt die Datasette das und saugt alle Daten auch vollständig auf? Oder gibt es Ladefehler? Jetzt wollen wir mal gucken, was erwartet uns denn überhaupt alles hier noch? No Name 18, 28. Neues. Ach du Scheiße, wie viel kommt denn da noch? Das nimmt ja überhaupt kein Ende. Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen, ich nehme noch eins. Wir nehmen den Titel mit dem bezeichnenden Namen Quit. Gucken, ob er das noch lädt. Und das soll es dann auch sein, weil das ist mir zu viel, ehrlich gesagt. Wir haben ja mal einen kleinen Einblick gekriegt und ihr könnt mir trotzdem schreiben von den Sachen, die ihr da gehört habt, welches gefällt euch dann am besten? Na, wenigstens knallt hier der Beat nochmal. Oder ich könnte natürlich auch sagen, ich mache jetzt noch so lange weiter, bis er wieder aussteigt. No Name Hill. Neues. Ich frage mich, was das immer bedeutet, wenn was rot oder wenn was grün ist. Jedenfalls ist der Beat hier satt. Hat was. Ja, dann würde ich sagen, hören wir mal in Geräusch rein, wenn es denn läuft. Und wenn nicht, war es das dann auch. Okay, Geräusch geht. Welcher Track hängt denn namentlich? Umbrella, hier, Umbrella Corporation. Devil. Ja, da kommt ja doch noch einiges, ne?
Gut, aber ich würde sagen, das reicht. Jetzt sind wir ja schon bei 40 Minuten. Wahrscheinlich guckt ihr das sowieso nicht bis zum Ende und spult erstmal nur wild in der Gegend rum. Und deswegen denke ich mal, langt das hier mal für einen kleinen Einblick bzw. kleines Einhör. Und ja, sind auf jeden Fall ein paar ganz interessante Tracks dabei. Und eben, ich habe so zwei, die mir ganz gut gefallen haben, weil vieles klingt mir doch ein bisschen einheitlich und mir fehlt so ein bisschen das Melodische hier. Also die Basslines und so, das ist zwar ganz nett gemacht, aber eben, es hat für mich war die Mucke, die wir in der vorherigen Ausgabe hatten, irgendwie besser noch. Hat mir besser gefallen. Wie seht ihr das denn? Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen. Und wenn ja, dann dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schaut gerne mal, was hat der gute Tomeniak noch so auf seinem Kanal zu bieten. Und wenn euch das gefällt, was ihr da seht, dann dürft ihr natürlich gerne auch ein Abo da lassen. Tut euch nicht weh, kostet euch nichts, macht mir aber eine Riesenfreude. Man sieht ja immer gerne, wenn sich Zahlen nach oben bewegen, denn das motiviert ungemein zum Weitermachen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einer der nächsten Ausgaben von was auch immer wieder. Keine Ahnung, ob wir diesmal dann wieder Musik haben, denn ich schaue mir gleich noch an, ist auf Seite 2 irgendwas Brauchbares drauf? Dann gibt es das nämlich in der nächsten Ausgabe zu sehen. Also schaltet dann gerne wieder ein, wenn es heißt, zock mal wieder Floppy Discovery, was auch immer. Macht's gut solange, euer Tomaniac.